Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Tropical Green. Grüner wird's nicht. Hier seht ihr meine Chili-Pflanzen und dazu wollte ich euch heute den aktuellen Stand berichten. Ihr seht, die haben sich ganz gut gemacht. Ich habe auch radikal ausselektiert und nur die schönsten und stärksten Pflanzen überleben lassen, weil am Ende wäre das dann sonst einfach zu viel geworden. Was man aber sehen kann, die Größen sind durchaus unterschiedlich, liegt auch daran, weil sie teilweise einen Monat von der Aussaat auseinanderliegen, teilweise sogar ein bisschen mehr als einen Monat. Was man aber schön sehen kann, ist, dass die Apache Chili, die ja relativ kompakt wächst, auch mit vielen kleinen Früchten und kleinen Blättern am Ende ist, sich sehr gut gemacht hat und bereits die ersten Knospen ansetzt. Ich war auch letztens kurz davor, mir eine Apache Chili zu kaufen und hatte mir dann gedacht, warum eigentlich? Weil meine Pflanzen sind ja schon relativ weit. Ist also unnötig, außer es stellt sich dann hinterher heraus, weil ich habe gesagt, das ist eine Wildaussaat sozusagen, weil das von den Früchten von der Pflanze von letztem Jahr ist, die Aussaat. Kann natürlich sein, dass sie sich irgendwie gekreuzt haben, aber sonst bisher vom bisherigen Wuchsbild ist das doch Apache. Ja, was man auch sehen kann, die Habanero-Pflanzen haben sich sehr gut gemacht. Die entwickeln sich jetzt langsam. Welche habe ich denn hier? Das ist die Habanero El Remo. El Remo fand ich auch eine sehr interessante Sorte, die ich unbedingt aussehen wollte. Dann hier die Brain Strain Yellow, diese ultra scharfen Habaneros. Dann Ebony Black. Da sind zwei, die muss ich noch vereinzeln. Hier sind auch noch mehrere gekeimt, also es gab ja noch den einen oder anderen Samen, der irgendwo dran hing und die sind dann trotzdem aufgegangen. Was auch trotzdem aufgegangen ist, ist hier Frontera Sweet seit ein paar Tagen. Also der ist ein extremer Langsamkeimer oder die Samen waren schon älter. Auf jeden Fall hatte ich die neu bestellt dieses Jahr. Zeitgleich mit den kleinen, die hier stehen, wurden diese hier ausgesät und die sind jetzt gekommen. Das gleiche den habe ich später ausgesät, Habanero Harold's Sandbar, den fand ich auch sehr interessant und ihr seht, die machen sich ganz gut. Jetzt hoffe ich nur, dass der Winter wieder bald aus dem Lande zieht, weil dann kann ich die Pflanzen nach draußen stellen und euch natürlich noch mehr über Chilis berichten, aber ihr seht zumindest, die Pflanzen machen sich ganz gut, da bin ich ganz froh drüber und das Chili-Jahr kann weitergehen. Ein paar Chilis haben nicht überlebt, das kann ich euch nicht erklären, warum, die sind abgefault. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig, vor allem, weil die anderen Pflanzen, sag ich mal, sich gut entwickelt haben, was bedeutet, dass die Methode an sich richtig war, aber irgendwie hat das dann doch nicht funktioniert. Aber das ist nicht so dramatisch, sie wachsen ja. Es gibt ein paar Pflanzen und ich denke mal, die reichen auch voll aus. Wenn ihr Fragen zu Chilis habt oder ihr eure Chili-Fotos zeigen wollt, dann könnt ihr das über Facebook machen oder aber schreibt ein paar Kommentare runter unter diesem Beitrag. Und falls es euch interessieren würde, dass ich ein Forum aufmache, ein Tropical Green Tropen Pflanzen Chili, sonst wie Forum, dann schreibt das doch auch runter in die Kommentare. Auf jeden Fall würde ich mich sehr dafür aussprechen, auch von euch eure Pflanzerfolge zu sehen. Und so kann ich dann, wenn ihr Fragen habt, auch auf dem Bild beurteilen, was da das Problem ist. Also bis zum nächsten Mal, Daumen hoch. Kanal abonnieren, falls noch nicht passiert ist und tschüss.